Das Spiel hat einen ja sehr interessanten Namen. Stopp die Kakerlake. Was mag sich nur dahinter verbergen? Mir wurde hin und wieder dieses Spiel als ein nettes Puzzlespiel empfohlen. Wie spielt es sich und was machen Kakerlaken da im Spiel? Was taugt Stop That Roach für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien 1994 in Japan und Amerika, wurde von Koei entwickelt und auch veröffentlicht. Zu uns nach Europa schaffte das Spiel es leider nie. Wenn ihr das Spiel ohne Vorkenntnisse startet, seid ihr wahrscheinlich erst einmal so verwirrt wie ich. Okay. Da sind Kakerlaken, die muss ich jetzt wohl irgendwie erledigen. Also los! Ganz so einfach ist es jedoch natürlich nicht. Hier erwartet euch ein Puzzle und kein Actionspiel. Ihr habt in jedem Level 5 Runden, in denen ihr verschiedene Aktionen ausführen könnt. Zum einen könnt ihr eure Spielfigur eine gewisse Strecke lang bewegen und drehen. Ihr könnt springen, was die umherliegenden Kakerlaken aufschreckt, euch aber nicht über Hindernisse katapultiert. Und es gibt verschiedene Waffen wie den Slipper, Besen oder das Kakerlakenspray. Die Waffen haben dabei immer eine begrenzte Verwendungsanzahl und natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile. So ein Besen hat zum Beispiel eine höhere Reichweite als euer Schlappen. Jeder dieser Aktionen verbrennt die Anzahl eurer Züge und wenn diese aufgebraucht sind und noch eine Kakerlake lebt, habt ihr automatisch das Level verloren. Eure Grundaufgabe ist es also, den idealen und den effektivsten Weg zu finden und diesen auch umzusetzen. Später im Verlauf des Spiels stehen euch noch Fallen zur Verfügung, die vor Spielbeginn erst einmal platziert werden müssen. Auch hier muss natürlich entsprechend vorgeplant werden. Die Level an sich sind immer recht überschaubar, auf einem Bildschirm beschränkt und ihr wisst immer im Prinzip, was zu tun ist. Nur ist es dann natürlich nicht so einfach, wie man sich das so denkt. Der grundsätzliche Gameplay-Loop besteht also nicht gerade zum geringen Teil aus Trial and Error. Fragen wie, okay, wenn ich hier springe, müsste es die Kakerlake nach da oben treiben und danach kann ich dann 2 mit einem Spray erledigen. Habe ich aber noch genug Aktionspunkte, um die dritte zu erledigen? Treiben euch ständig herum. Auch an Inhalt wird nicht gegeizt, gleich 100 verschiedene Level warten auf euch. Alle paar Level bekommt ihr auch ein Passwort, mit dem ihr dann später einsteigen könnt. Schnell zieht euch dieses relativ simple, aber durchaus suchterregende Spielprinzip hinein. Ihr wollt immer wieder diese Lösung denn doch eben noch mehr optimieren. Tüfteln ist auch immer angesagt, da der grundsätzliche Schwierigkeitsgrad nicht von schlechten Eltern ist. Die Grafik ist zweckmäßig, aber das geht hier voll in Ordnung. Die kleinen Einblendungen der Charaktere nach einer Runde sind einfach knuffig und alles ist immer sehr übersichtlich präsentiert. Der Sound hält sich genretypisch eher im Hintergrund. Die Musik ist okay, es gibt aber durchaus Besseres. Was taugt Stop That Roach für den Game Boy also heute noch? Das mit dem Geheimtipp? Das stimmt voll und ganz. Anfang war ich etwas verwirrt, wie sich das Ganze spielen soll. Hat man das Prinzip aber erst verstanden, wird es sehr schnell knifflig und genau das spornt einen immer wieder von vorne an. Für mich eine klare Empfehlung. Das war der Test zu Stop That Roach für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.